So, ihr Lieben, heute haben wir es ein bisschen umgestellt, improvisiert und ihr kommt jetzt in den fragwürdigen Genuss, einen längeren Brief zu hören. Ihr seid involviert in die Geschichte mit der Mennonitengemeinde, wo damals das Kopftuch Thema war. Wo ich sage, ganz einfach, es ist halt ein Brief jetzt, der konfrontiert die ganze liberale Gesinnung, die es heutzutage gibt, nicht nur unter Mennoniten, sondern in vielen Freikirchen. Und am Kopftuch zeigt sich das eben so ganz klar. 1900 Jahre lang hat jeder Christ verstanden, was das heißt. Und alle Kirchen haben es praktiziert, wie es geschrieben steht. Und seit ungefähr 60, 70 Jahren weiß man nicht mehr, was es heißt. Hat 100 verschiedene Auslegungen und kaum eine Gemeinde praktiziert es mehr. Also sind wir jetzt besser geworden? Haben wir einen Fortschritt gemacht in den letzten 50, 60 Jahren gegenüber den 1900 Jahren seit den Tagen der Apostel, wo das Wort klar war? Oder ist das nur ein Zeichen theologischer Degeneration oder eben des Liberalismus, mit dem wir kämpfen? Und meines Erachtens ist die Spaltung konservativ-liberal weitaus schlimmer und schwerwiegender als die Spaltung zwischen den verschiedenen Konfessionen mittlerweile. Wir finden mehr Übereinstimmung mit den vorkonziliaren Katholiken in ethischen Fragen und zumindest in der Überzeugung, die Bibel ist inspiriert, das Wort Gottes, als mit liberalen, evangelikalen und Mennoniten und Freikirchlern, die das immer mehr beginnen zu relativieren in einer postevangelikalen Entwicklung. Wir lassen das Evangelikale hinter uns, wir gehen einen Schritt weiter, wir werden jetzt progressiv und was auch immer. Nein, im Zuge der Auseinandersetzung mit dem Bruder aus der Mennonitengemeinde, mit dem Ältesten dort, hat er mir eine Schrift geschickt, hat gesagt, darüber würde er gern mit mir diskutieren, weil ich ihn gefragt habe, was ist eigentlich noch mennonitisch? 1525 hat unsere Täuferbewegung begonnen. In 2 Jahren sollten wir unser 500-jähriges Jubiläum feiern, aber was gibt es zu feiern, wenn die, die sich noch nach dem Namen Menno Simons benennen, gar nicht mehr wissen, was er geschrieben hat, was er geglaubt hat und selber eigentlich etwas völlig anderes darstellen, als es ursprünglich war. Und darum hat er mir eine Schrift geschickt, die heißt so, What is an Anabaptist Christian von Palmer Becker von Mennonite Mission Network. Es ist interessant, diese Schrift ist in mehr als 20 Sprachen übersetzt und über 25.000 Kopien sind im Druck. Also es dürfte schon ein grundlegendes Elaborat sein, mit dem sich die Mennoniten der General Conference vorstellen. Wohlgemerkt, die Mennoniten sind in verschiedenen Härtegraden abgestuft von sehr konservativ bis liberal. Und die General Conference ist der Dachverband der liberalen Mennoniten. Und dementsprechend interessant ist es, was hier drinnen steht. Und wenn wir verstehen, was hier drinnen steht, dann begreifen wir den Konflikt zwischen liberal und konservativ. Darum ist der Brief wichtig, war für mich auch wichtig, aber zum Schreiben, einfach noch einmal zu formulieren, noch einmal aufzupassen. Denn was da drinnen steht, ist auf den ersten Blick ausgezeichnet. Es sind so viele Anklänge an die biblische Reichgotteslehre drinnen. Es klingt alles so wunderbar richtig und ist doch mit ganz anderen Inhalten gefüllt. Das heißt, wir müssen sehr aufpassen bei Texten, die uns gegeben werden, gerade in unserer Zeit, gerade in unserer liberal-progressiven, postevangelikalen Zeit, dass wir uns nicht einseifen lassen, nur weil dieselben Worte verwendet werden. Sie meinen nicht dasselbe. Und die Verführung beginnt damit, dass man mit denselben Worten gefangen und dann das Gift von innen herauswirkt, in der Art und Weise, wie sie es eigentlich meinen. Darum ist es ein sehr zentrales Thema und es ist mühsam. Es macht überhaupt keine Freude, sich damit auseinanderzusetzen. Aber weil wir schon in der Diskussion sind mit der Gemeinde, habe ich gedacht, ich lese euch den Brief jetzt auch nochmal vor, bevor ich ihn abschicke. Und werde ihn aber beim Vorlesen jetzt anonymisieren, das heißt, ich nenne keinen Namen, sondern dass es wirklich auch internettauglich bleibt, damit keiner sich unangenehm berührt fühlen muss. Was ist ein taufgesinnter mennonitischer Christ? Bevor ich den Brief beginnen lasse, rückblickend ein paar Worte über das Schreiben desselben. Lieber Bruder, es war eine Qual und schwere Arbeit für mich, die Schrift What is an Anabaptist Christian durchzuarbeiten und ein Feedback zu schreiben. Ich habe mich oft gewundert
und dann damit gerungen, wie ich das in erträgliche und verständliche Worte fassen kann. Ich war oft tief betrübt und traurig, weil mir schwand, dass die viele Arbeit, 18 Seiten, weiß Gott wie viele Stunden, vergebliche Mühe sein wird, weil ich fürchte, dass du wie viele andere letztendlich all das beiseite wischen und mit ein paar lapidaren Sätzen abkanzeln wirst. Vielleicht überraschst du mich aber und ich schätze dich völlig falsch ein. Dieser Brief ist mit den anderen Lehrbrüdern abgesprochen und jenen, die es interessiert hat. Es ist eine Konfrontation des liberalen Mennonitentums, der Postevangelikalen und der Pseudokirchen und dazu gebrauche ich klare Worte, die unserer Haltung entsprechen. Das hört man selten. Aber ich denke, es ist wichtig, auch diese Stimme zu hören. Letztendlich geht es nicht um relativierende Toleranz, sondern um die eine freimachende Wahrheit. Nachdem ich die Inhalte des Heftes kommentiert habe, schließe ich mit einer überblicksartigen Darstellung des Evangeliums vom Reich Gottes. Da ich dies in kaum einer Gemeinde höre, obwohl die frühe Kirche und auch die frühen Täufer dies predigten, gehe ich davon aus, dass auch du noch nie davon gehört hast. Wenn es dich tiefer interessiert, kann ich dir gerne Literatur dazu zukommen lassen. Es wäre gut, wenn du dich bis dorthin durchbeißen könntest. Denn am Evangelium liegt alles. Und wenn diese Grundlage schlecht gelegt ist, ist der ganze Bau schief und dem Einsturz nahe. Wir folgen einem treuen, gewaltigen, heiligen und barmherzigen Gott. Er hat mir viele Fehler in der Lehre vergeben, mich lernen lassen und tut es noch. Ich bin gewiss, er will dasselbe auch bei dir tun, zu seiner Ehre. Lieber Bruder, nun kann ich mich endlich der Schrift What is an Anabaptist Christian zuwenden. Eigentlich hätte mich ja eine Zusammenfassung von dir selbst interessiert, anstatt mich durch 28 Seiten Fremdsprache durcharbeiten zu müssen. Gut, Englisch ist so gut wie meine zweite Sprache. Andererseits ist es auch richtig, mir ein mehr oder weniger offizielles Papier im Sinne der General Conference zu übermitteln, um statt von einer subjektiven Beschreibung von einer objektiven Grundlage auszugehen. Zuvor aber eine kurze Erklärung, warum ich liberalen Christen gegenüber distanziert bin und eine Definition, was ich darunter verstehe. Auswendig täuferische Schafskleider, inwendig liberale Wölfe. Ich hatte einmal eine sehr interessante Begegnung mit Bischof Herwig Sturm im Albert-Schweitzer-Haus in Wien im Zuge einer Vorstellung des Bruderhofs. Das muss an die 30 Jahre zurückliegen und blieb mir unvergesslich. Ich fragte Herrn Sturm, warum gibt es so viele ungläubige Pfarrer? Er antwortete, wie das? Sie sind doch alle auf die Bekenntnistexte ordiniert. Er wiegelte meine ernst gemeinte Frage also mit einem Hinweis auf einen Formalakt ab. Ich antwortete, dass ich als Atheist konfirmiert worden war. Welchen Wert hätte solch eine Konfirmation und was wurde da konfirmiert? Im Zuge des Gesprächs sagte er etwas, das mich perplex zurückließ. Ich kann auch pietistisch predigen, also fromm. Es dauerte einige Tage, bis mir klar wurde, was das in der Essenz bedeutet. Er ist ein Lügner und ein Heuchler. Denn ein Prediger des Wortes Gottes hat nichts anderes zu predigen als Gottes Wort und sich nicht den Zuhörern zuliebe zu verstellen, als sei einmal dies und einmal jenes. Er ist ein Bibelkritiker und Liberale, wie es fast alle in der lutherischen Kirche sind. Ein mir bekannter gläubiger Pfarrer geht davon aus, dass es nicht mehr als 25% der Pfarrer sind, die überhaupt gläubig sind. Ich füge hinzu, und selbst diese sind durch glaubenszersetzende theologische Ausbildungen gegangen und glauben auch nur mehr bedingt und in einer Auswahl, was die Heilige Schrift lehrt. Das war für mich damals als junger Mann Mitte 20 eine schockierende Begegnung. So sehen sie aus, die Wölfe im Schafspelz. Aber immerhin ging es um die Vorstellung des Bruderhofes, für den ich mich damals im Zuge meiner beginnenden tieferen Auseinandersetzung mit dem Täufertum zu interessieren begann. Johann Christoph Arnold trug vor, doch er hatte bestürzend leblose Augen und einen farblosen Vortragsstil. Er zitierte dabei Markus 16,16: Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Doch dann merkte er an, das mit der Verdammnis sehen wir heute nicht mehr so. Das war mir unerträglich. Was für eine Enttäuschung und Ernüchterung. Was für ein Unterschied zu Eberhard Arnold selbst, dem Gründer der Bruderhofbewegung.
muss man selbst bei den Täufern schon darauf achten, dass wir nicht liberalen Wölfen auf den Leim gehen? Tatsächlich gibt es auch heute im Bruderhof stark alphasöhnende Tendenzen sowie die äußerst problematische ökumenische Gesinnung. Liberale kontra Konservative, das ist eine Spaltung, die sämtliche Konfessionen und Denominationen gleichermaßen durchzieht. Eine Spaltung, die mir sogar ernster und gefährlicher erscheint als jene zwischen den einzelnen Kirchen. Die liberalen Strömungen in den diversen Kirchen neigen dazu, die Unterschiede außer Streit zu stellen, herunterzuspielen oder gar zu negieren, im Streben nach einer Einheit mit relativistischem Wahrheitsbegriff. Die historisch-kritische Bibelauslegung bietet dafür die verbindende Grundlage, da damit alles Trennende entweder nicht authentisch oder als belanglos abgetan werden kann. Es bleibt ein von allen Ecken und Kanten bereinigtes und gesellschaftsverträgliches Bild von Jesus. Man will vor der Welt ein möglichst unanstößiges und positives Evangelium leben, nur ja keine Drohbotschaft. Man will einen wertvollen Beitrag in den Kommunen leisten, wo die Gemeinden daheim sind. Mögen die Menschen nur Gutes von uns reden. Und darum meidet man alles, was verstören könnte. Man will auf Augenhöhe mit den anerkannten, staatstragenden Kirchen sein. Ökumene über alles. Nur ja, keine theologischen Streitfragen aufwerfen, die ja doch nur spalten. Die Konservativen aller Kirche verbindet eine größere Achtung vor Gottes Wort und das Inspirationsverständnis. Ja, sogar mit den vorkonziliaren Katholiken habe ich da oft eine bessere Gesprächsbasis als mit liberalen Evangelikalen. Die Stellung von Mann und Frau in Gottes Schöpfungsordnung ist und bleibt dort unbestritten. Wir wissen von den lehrmäßigen und praktischen Unterschieden, die uns trennen, aber wir überspielen sie nicht. Die Unterschiede sind ernst, tief und schmerzhaft. Einheit kann aber nicht entstehen, indem man diese Unterschiede außer Streit stellt, sondern nur, indem man sich zusammensetzt, die Schrift aufschlägt wie ein Beröer, Apostelgeschichte 17,11, und gemeinsam erforscht, was die Bibel tatsächlich lehrt. Die Bereitschaft dazu ist enden wollen. Bei den Liberalen findet sie aus anderen Gründen nicht statt. Aus meiner Sicht haben die Konservativen einen ehrlicheren Zugang zum Dilemma der Spaltungen als die Liberalen, welche ihre Köpfe in den theologischen Treibsand gesteckt haben. Wo gehört die General Conference dazu? Anmerkungen zur Einleitung. Während ein oberflächlicher Blick auf die Schrift What is an Anabaptist Christian einen guten und soliden Eindruck erweckt, lassen mich ein zweiter und dritter Blick enttäuscht zurück. Es scheint ja alles gut und richtig zu sein, aber es ist bei weitem nicht alles, was das Täufertum ausmacht. Entscheidende Aspekte wurden ausgelassen und schlimmer, das, was man vorstellt, wird völlig relativiert. Zitat: Täufer ist eine Art, Christ zu sein. So wie es anglikanische, baptistische und lutherische Christen gibt, so gibt es auch täuferische Christen. Seite 2. Also eines wie das andere. Die einen so, die anderen so. Täufer zu sein ist eine unter vielen gleichwertigen Möglichkeiten, Christus nachzufolgen. Na, hätten es doch gleich lutherisch oder reformiert bleiben können, anstatt sich abschlachten zu lassen. Mit solch relativierenden Statements bestätigt man nur eines, das Täufertum selbst nicht verstanden zu haben. Oh doch, denn wir glauben ja an die wesentlichen Grundsätze und halten sie hoch. Also was sind diese Grundsätze? Zitat: Christen mit einer täuferischen Perspektive haben im Lauf der Geschichte großen Wert darauf gelegt, Jesus im täglichen Leben zu folgen, in einer auf Christus ausgerichteten Gemeinschaft miteinander verbunden zu sein und zu versuchen, Konflikte auf gewaltfreie Weise zu überwinden. Sind Sie ein Christ mit einer täuferischen Perspektive? Seite 2. Ich gestehe durchaus zu und freue mich darüber, dass man kein ausgewiesener Täufer sein muss, um richtig zu glauben und zu leben. Es geht nämlich nicht um eine täuferische Perspektive, sondern um die Nachfolge Jesu gemäß seinem Wort. Das ist keine menschliche Errungenschaft, sondern Gehorsam. Darum irritiert mich diese Erklärung besonders. Zitat: Diese Broschüre wird beschreiben, wie sie sich, nämlich diese Grundsätze, in der Geschichte entwickelt haben und wie sie in der Welt von heute Anwendung finden. Anschließend werden sie in kontrastierenden Aussagen mit Fragen zur Diskussion gestellt. Ich erkenne bereitwillig an, dass ich die positiven Beiträge der frühen Täufer betont und die negativen minimiert habe. Seite 3.
Und damit weiß ich Folgendes. Er ist nicht daran interessiert, die täuferischen Positionen apologetisch aus der Bibel heraus zu begründen. Er verwendet zum Verständnis der Täufer dieselbe verderbenbringende historisch-kritische Methode, wie Liberale dies auch bei der Bibel tun. Er bietet kein vollständiges Bild der täuferischen Lebensweise, sondern sein eigenes, liberal idealisiertes, der Welt wohl annehmbares Wunschbild. Er scheint sich der anderen Aspekte zu schämen, indem er sie als negativ bewertet, was immer er damit meinen mag. Damit kann ich vom Ansatz her nicht übereinstimmen. Unabhängig davon, wie viel Richtiges im Folgenden zur Sprache kommt, ist es denn, streng genommen, ist es ein Lügenpamphlet mit Zuckerguss. Jesus ist das Zentrum unseres Glaubens. Auch hier will ich ein kleines Erlebnis voranstellen, diesmal mit einem konservativen Christen aus brüdergemeindlichem Hintergrund. Ich war mit diesem Bruder, der Studiomusiker war, dabei, meine erste CD mit christlichen Mundartliedern zu machen. Er sagte, deine Lieder sind gut, aber eines stört mich. Du singst nur von Jesus und nicht vom Herrn Jesus. Das hat mich nachdenklich gemacht. Und dann habe ich das Neue Testament daraufhin untersucht. Was mir auffiel, ab dem Zeitpunkt der Auferstehung wird von Jesus fast durchgehend als Herr Jesus bzw. Herr Jesus Christus geredet oder geschrieben. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber die Tendenz ist klar. Den Grund dafür gibt Petrus in seiner Pfingstpredigt. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Apostelgeschichte 2,36. Das ist bedeutsam. Denn mit der bewussten Änderung meiner Redeweise über und zum Herrn Jesus festigte sich in mir der Aspekt seiner Königsherrschaft. Mit der Anrede Jesu als Majestät kam ich zu einem vertieften Verständnis eines angemessenen Glaubensgehorsams, der weniger mit der Frage, ist es jetzt heilsnotwendig, zu tun hat, als mit dem Bekenntnis, er ist Herr. Folglich ist ihm ohne Wenn und Aber zu gehorchen. So wuchs ich bald aus einem flachevangelikalen Missverständnis von Errettung aus Glauben ohne Werke heraus zu einem Nachfolgechristentum, welches die ersten Christen und die Täufer gleichermaßen kennzeichnete. Das Kapitel über Jesus, das Zentrum unseres Glaubens, fasst seinen Dienst wie folgt zusammen. Zitat: 3 Jahre lang lebten, aßen und arbeiteten diese Jünger mit Jesus zusammen. Sie beobachteten, wie er sich um die Armen kümmerte, die Kranken heilte, den Blinden das Augenlicht schenkte, den Sündern vergab und die Menschenmengen lehrte. Seite 4. Wie bei den Täufern vermeidet der Autor auch alles Anstößige im Leben unseres Herrn Jesus. Vor allem aber bleibt uns eine wesentliche Information schuldig. Was lehrt er die Menschenmengen? Das kommt so etwas später. 6-mal wird das Reich Gottes in dieser Schrift erwähnt. Wäre aber gerade hier bei der Beschreibung des Dienstes unseres Herrn wesentlich. Es wäre auch gut, dieses Königreich etwas näher zu beschreiben, was es bedeutet, dass er sich zur Rechten Gottes setzte und sein Reich in der Gemeinde sichtbaren Ausdruck finden soll, bis es in Macht und Herrlichkeit kommen und alles erfüllen und neu machen wird. Immerhin, das ist doch die zentrale Botschaft. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt, dein Gott herrscht als König. Jesaja 52,7. Voll Übereinstimmung darin, was der Autor über Konstantin und Augustinus sagen. Wir müssen das Christentum und die Gemeinde unbedingt aus der Zeit vor Konstantin heraus rekonstruieren, also vor dem Beginn des Staatskirchentums. Und das Heilsverständnis unbedingt aus der Zeit vor Augustinus. Gut getroffen ist der folgende Satz, Zitat: Anstatt zu sagen, Jesus ist das Zentrum unseres Glaubens, neigten die Anhänger von Augustinus dazu, zu sagen, der Tod Christi ist das Zentrum unseres Glaubens. Seite 5. Ich brauchte lange, dies zu verstehen, denn evangelikale Lehre ist zutiefst augustinisch, von Luthers Reformation herkommen. Und auch die vom Pietismus befruchteten Mennoniten sind großteils in dasselbe Fahrwasser geraten. Hier half mir der Hinweis auf die Schriften der frühen Christen, um zu sehen, dass das ganze Leben des Herrn wegweisend ist. Und genauso lehrten es die frühen Täufer. Das ist also ein wesentlicher Punkt, den der Autor hier herausgestrichen hat. Zitat:
Die ersten täuferischen Christen bejahten zwar das apostolische Glaubensbekenntnis und vieles von dem, was Luther und Zwingli predigten, aber sie wollten noch weitergehen. Sie sprachen lieber von der Wiedergeburt als von der Rechtfertigung durch den Glauben. Obwohl die Erlösung tatsächlich durch die Gnade Gottes erfolgte, forderten sie von den Gläubigen eine radikalere Gehorsamsreaktion. Sie bestanden darauf, dass die Erlösung, die durch Jesus und die Kraft des Heiligen Geistes ermöglicht wurde, zu einer Umgestaltung des moralischen, sozialen und wirtschaftlichen Lebens einer Person führen sollte. Seite 6. Ich würde dem nicht ganz zustimmen, dass die Täufer vieles von dem bejahten, was Luther und Zwingli predigten. Die ersten 10 Jahre mag manches noch nicht so erblüht sein, was Luther und Co. lehrten, doch ab den 1530er Jahren war klar, dass große Unterschiede bestanden. Das kommt sowohl im lutherischen Geschichtsbuch zum Ausdruck, als auch in den Schriften Menno Simons. Die reformatorische Lehre vom Allein aus Glauben brachte einfach keine gute Frucht. Glaube fest und sündige wacker. Es täte jedem mennonitischen Prediger gut, Menno Simons Werke zu lesen, um diesen Konflikt zu verstehen. Ein anderes Zitat. Die Erwachsenentaufe wurde zum Zeichen dafür, dass diese Erlösung und Verwandlung stattgefunden hatte. Seite 6. Dies mag als einer der Schwachpunkte einiger früher Täufer gelten, dass sie die Taufe in zwinglianisch-reformierter Sicht als Zeichen verstanden. Und die Realität des Abwaschens der Sünde, Apostelgeschichte 22,16, nicht in der Klarheit verstanden, wie die frühen Christen es taten. Obwohl bei Menno Simons und in mehreren lutherischen Texten dies klarer formuliert worden ist. Was jedenfalls klar war, wenn man ihre frühesten Texte betrachtet, zum Beispiel der Schleitheim-Artikel von 1527, um Christ zu werden, ist die Taufe unerlässlich. Moderne evangelikale und liberale Mennoniten spielen die Taufe noch mehr herunter, als ob dies ein wünschenswerter, aber nebensächlicher Zusatz zur Bekehrung wäre. Ich werde nie vergessen, wie ein lieber Bruder mir sagte, die Taufe soll nicht zum Spaltbild werden. Ich bin damit nicht einverstanden. Angesichts der wahrhaft bösen Frucht, welche die Kinderbewässerungen mit sich brachten, kann ich nicht anders, als sämtliche Taufen ohne Glauben als ungültig, wertlos und heretisch zu bewerten. Tatsächlich gibt es Mennonitengemeinden in Deutschland, welche die Säuglingsbewässerung als gültig anerkennen. Ja, sogar die erneute Taufe ablehnen. Das habe ich in Emden und im Norden gesehen. Genau das muss im Gespräch mit allen kindswässernden Kirchen zum Gespräch gebracht werden. Gerade in der Frage, wie man Christ wird, kann es keine Kompromisse geben. Zudem hat es massive Auswirkungen auf das Gemeindeverständnis. Hier fehlen mir die Ecken und Kanten in dieser Broschüre. Und nein, die lutherischen theologischen Fehlgeburten, bezogen auf die Säuglingsbenetzung, sind mit der Wiedergeburt im neutestamentlichen Sinn keineswegs gleichzusetzen. Luther jedoch tat genau das. Und die Bekenntnistexte der lutherischen und der katholischen Kirche tun das bis heute. Nämlich Taufe ist Wiedergeburt, Kindertaufe ist Wiedergeburt. Hier gibt es keine gemeinsame Basis. Das muss geklärt werden, und zwar im biblischen Sinn, ehe man anfangen kann, über Einheit nachzudenken. Volle Zustimmung findet bei mir folgender Absatz. In der täuferischen Tradition bedeutet Erlösung, dass wir von einer alten Lebensweise zu einem Leben umgewandelt werden, das den Geist und die Taten Jesu vorlebt. Erlösung ist nicht nur eine Veränderung der Haltung Gottes gegenüber uns, es ist eine Veränderung unserer Einstellung und unseres Handelns gegenüber Gott, gegenüber den Menschen und gegenüber der Welt. Diese Veränderung wird durch die innewohnende Gegenwart des Heiligen Geistes ermöglicht, der die Jünger dazu befähigt, Jesus im täglichen Leben zu folgen. Seite 6 und 7. Allerdings hat dies nichts mit täuferischer Tradition, sondern mit der klaren Lehre Christi zu tun. Genau das stört mich an dieser Broschüre. Anstelle der göttlichen Legitimation tritt menschliche Tradition, womit Gottes Wort entkräftet und relativiert wird. Und da lässt sich natürlich trefflich darüber streiten, ob die liberalen Mennoniten tatsächlich alles tun, was der Herr uns geboten hat, Matthäus 28, 20, oder nur eine unanstößige und gutmenschliche Auswahl der Lehre Christi lehren. Kurz etwas Persönliches. Diese Schrift strengt mich wahnsinnig an. Weil die liberalen Untertöne wie ein Trommelfeuer auf mich einwirken und mich ratlos, verzweifelt, verärgert und tief traurig machen.
Ich bitte dich, es nicht persönlich zu nehmen, wenn ich da und dort schärfer formuliere, als ich es einem Vertrauten und Freund gegenüber täte. Es sind ja nicht deine Worte und Gedanken, die ich kommentiere, sondern die der General Conference, die mir, ich darf es so sagen, eine Verfälschung des Täufertums darstellen, auch wenn sie noch den Namen Mennoniten tragen. Zitat: Viele Christen haben so etwas wie eine flache Bibel, die davon ausgeht, dass die Worte Gottes, wie sie von Mose im Alten Testament verstanden wurden, dieselbe Autorität haben wie die Worte Jesu im Neuen Testament. Wenn politische oder soziale Fragen wie Krieg, Todesstrafe oder die Behandlung von abweichenden Menschen aufkommen, berufen sich die Anhänger einer flachen Bibel oft auf Texte des Alten Testaments als Grundlage für ihren Glauben und ihr Handeln, auch wenn sich diese Texte von den Lehren Jesu unterscheiden. Seite 7. Das richtet sich wohl gegen Christen staatskirchlicher und kalvinistischer Prägung. Der Vorwurf stimmt zwar prinzipiell, aber so einfach ist es nicht. Wir können das Gesetz nicht ganz beiseite wischen, da auch im Neuen Testament mehrfach das Gesetz als Autorität zitiert wird. Wenn Christen zwar nicht die Todesstrafe befürworten und fordern, anerkennen sie doch, dass dem Staat das Schwert von Gott gegeben ist, Römer 13, als eine Gottesordnung außerhalb der Vollkommenheit Christi. So wie wir die Heilszeitalter unterscheiden müssen, müssen wir auch zwischen Welt und Reich Gottes unterscheiden. Wenn im Gesetz etwa geboten wird, dass Männer einen Bart tragen sollen, 3. Mose 19,27, so hat das nichts mit Moses oder dem Bund vom Sinai zu tun, sondern mit der Art und Weise, wie Gott Männer und Frauen unterschiedlich erschaffen hat. Die Schöpfungsidee Gottes ist zu respektieren, anzunehmen und zu leben. Dasselbe gilt für die Tätowierungen, die in den Gemeinden immer mehr schick empfunden werden, 3. Mose 19,28. Ebenso gilt das Blutverbot nach wie vor, welches nicht im Sinai-Bund, sondern im Bund mit Noah seinen Anfang nahm und im Neuen Testament ausdrücklich bekräftigt wurde, Apostelgeschichte 15. Oder wollen wir es unseren Jungen erlauben, ihre Sexualität unverbindlich auszuprobieren, da das Gebot, die verführte Jungfrau unbedingt zu heiraten, ja lediglich alttestamentlich ist? 2. Mose 22,15-16. Hat der Herr Jesus nicht selbst ausdrücklich das Gesetz bekräftigt und davor gewarnt, auch nur eines der kleinsten Gebote außer Kraft zu setzen? Matthäus 5,19. Und freilich, nicht alles im Alten Testament hat mal seine wörtliche Bedeutung. Aber dies ergibt sich aus der Auslegung desselben durch den Herrn und seinen Apostel. Und hier ist große Sorgfalt und Unterscheidung angesagt. Nämlich, was in der Schöpfung grundgelegt ist, zum Beispiel Mann als Haupt der Frau, und weiterhin eine gültige wörtliche Bedeutung hat. Was prophetisch bzw. typologisch gemeint war, zum Beispiel die Beschneidung und der Tempeldienst, und weiterhin gültige geistliche Bedeutung hat. Oder was eine moralische Bedeutung hat, zum Beispiel Vater und Mutter ehren, was ebenso weiterhin gilt, manchmal sogar verschärft durch den Herrn. Wenn die Bergpredigt manches im Gesetz auf eine höhere Ebene hebt, dann führt der Herr Jesus mit seinem Ich aber sage euch das Gebot auf das Problem unseres sündhaften Herzens zurück, wo zuallererst anzusetzen ist. Zur Vertiefung. Unser Herr Jesus hat etwa bezüglich Scheidung und Wiederheirat einen deutlich strengeren Maßstab als das Alte Testament. Das Gesetz und die Propheten reichen bis auf Johannes und von da an wird das Reich Gottes verkündigt und jedermann drängt sich mit Gewalt hinein. Es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein einziges Strichlein des Gesetzes falle. Jeder, der sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und jeder, der eine von ihrem Mann Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Lukas 16,16-18. Die konservativen Täufer erlauben daher kategorisch keine Wiederheirat nach einer Scheidung. Und auch Scheidungen sind dort äußerst selten. Je liberaler Gemeinden werden, desto häufiger kommen Scheidungen und Wiederheirat vor. In den 1940er Jahren wurde das Thema auch in der General Conference noch heiß diskutiert. Ende der 1970er war der Kampf bereits aufgegeben. Auch in der Gemeinde in Wien, wo ich zum Glauben gekommen bin, hat der Gemeindegründer, der aus diesem Hintergrund kam, beispielsweise eine Geschiedene mit einem jung bekehrten Mann mittleren Alters verheiratet. Mittlerweile sind sie auch wieder geschieden. Ein Eheberater aus demselben Hintergrund wurde geschieden, heiratete dann eine Geschiedene, auch dies ging auseinander. Die zuletzt geschiedene Frau heiratete wiederum einen Geschiedenen.
Das ist alles im Umfeld der Gemeinde, wo ich zum Glauben gekommen bin. Und das soll akzeptabel, normal oder allein im Licht der Barmherzigkeit betrachtet werden? Solche Ehen hätten nie zustande kommen und gut geheißen werden dürfen seitens der Gemeinden. Warum? Es klingt zwar nett, wenn man von täglicher Jesus-Nachfolge spricht, aber wenn man dann sein klares Wort so mit Füßen tritt, wird es zu einer inhaltsleeren Floskel einer Auswahl nachfolgen. Das mag blenden und einen guten Eindruck machen von Menschen, aber nicht von Gott. Ein anderes Zitat. Andere Christen interpretieren die Heilige Schrift aus einer Dispensationsperspektive. Um Gottes Willen zu erkennen, müssen sie zunächst wissen, für welche Dispensation, das bedeutet Heilszeitalter oder Zeitspanne, ein Abschnitt offenbart wurde. Bei diesem Ansatz wird der Gehorsam gegenüber den Lehren Jesu, wie sie in der Bergpredigt zu finden sind, im Allgemeinen auf das Zeitalter des Königreichs bei der Wiederkunft Christi verschoben. In der gegenwärtigen Zeit wird Jesus zwar angebetet, aber nicht täglich gehorcht, Seite 7. Ich war jahrelang Dispensationalist und den Brüdergemeinden sehr zugeneigt, weil ich das täuferische Erbe unter den Evangelikalen und Mennoniten vermisste und dort zumindest einiges mehr an Konsequenz sah, als wo ich herkam. Der Dispensationalismus als Lehrsystem ist ähnlich wie der Calvinismus eine subtile Verführung. Beide entsprechen unserer menschlichen Neigung, gerne alle Fragen beantwortet zu haben, um in den beantworteten Fragen die Gewissheit des Glaubens zu finden, anstatt in Christus. Was dabei übersehen wird, ist, dass damit Gott in ein System gepresst wird, welches seiner Größe nicht angemessen wird. Und wir selbst, da alles beantwortet und geklärt ist, eine Form von Unabhängigkeit von ihm kommen. Vielleicht wissen wir schon alles. Ja? Was ich aus österreichischer Perspektive nicht bestätigen kann, ist der mangelnde tägliche Gehorsam. Im Gegenteil, die Brüdergemeinden, die ich kennengelernt habe, haben trotz ihres fehlerhaften Verständnisses des Reiches Gottes einen relativ konsequenten Lebenswandel verglichen mit anderen Gemeinderichtungen. Die Frauen bedecken noch ihr Haupt, sie praktizieren Jüngerschaft, sie sind eifrig in Mission und Gemeindegründung, sie halten unverbrüchlich fest an der wörtlichen Inspiration und Unfehlbarkeit der ganzen Bibel und haben noch ein Grundverständnis von Absonderung. Da gibt es tatsächlich viel zu loben. Der Autor hat aber die amerikanische Situation vor Augen, wo die überwiegende Mehrzahl der Evangelikalen den Dispensationalismus angenommen hat, unabhängig von deren Hintergründen und Lebensweisen. Da gibt es mehr als durchwachsenes Bild. Zitat: Christ aus einer täuferischen Perspektive bekräftigen, dass die ganze Schrift inspiriert ist, aber sie sind keine strikten Buchstabendreher. Sie versuchen, das geschriebene Wort und den Geist Jesu in kreativer Spannung zu halten. Die ganze Schrift muss im Geist Jesu ausgelegt werden. Nachfolger Jesu geraten in Schwierigkeiten, wenn sie entweder das geschriebene Wort über den Geist oder den Geist über das Wort erheben. Wort und Geist müssen zusammengehalten werden, Seite 8. Der Autor scheint mir hier auf die Spiritualisten unter den Täufern zu verweisen, wie etwa Hans Denk, deren Schriften zumindest in Teilen das mystische Erbe des Spätmittelalters aufgegriffen haben. Wer die Schleitheimer-Artikel liest oder Riedemanns Rechenschaft oder die Schriften Menno Simons, also die Grundtexte jener Täufergruppen, die über die Anfangszeit hinaus Bestand hatten und haben, kann das nicht bestätigen. Die Auslegung der Schrift ist, angeleitet durch die Auslegung des Herrn und seiner Apostel, vorwiegend wörtlich und autoritativ. Einen kreativen Umgang mit der Schrift hätten sie sich nie unterstellen lassen, denn es war für sie lebensnotwendig, in den Prozessen den Nachweis zu erbringen, dass das, was sie glauben, auch tatsächlich so und nicht anders in der Schrift geschrieben steht. Es ist eher ein Kennzeichen der Liberalen, sich Freiheit mit der Schrift herauszunehmen, kreativ damit umzugehen. Und so werden solch blumige Behauptungen wie diese hier, die ja kaum einer hinterfragt, zu einem Freibrief, mit dem man aus der Schrift alles herauspressen darf, wonach die progressive Gesinnung in einem verlangt. Ich bin voll für eine christozentrische Auslegung der Schrift und behaupte, dass es kaum eine Seite in der Bibel gibt, wo er nicht zu finden sei. Ich bin aber gegen jede christozentrische Engführung, die sich damit genügen lässt, ihn da und dort erkannt zu haben. Ich habe in den letzten 4 Jahren den gesamten Psalter nach der Septuaginta Deutsch in Liedform gebracht und vertont. Es ist unglaublich, an wie vielen Stellen Christus prophetisch hervortritt. Und doch werden die Psalmen kaum gesungen. Schon gar nicht vollständig.
Wir sind dazu übergegangen und singen täglich mindestens einen Psalm. Was uns dabei auffällt, ist, dass wir Gott noch nie in seiner Fülle angebetet haben, da wir uns nur auf die unanstößigen, eingängigen Psalmen, Exzerpte und Wohlfühl-Worship-Songs reduziert hatten. Was für eine Welt, was für ein Himmel tut sich da für uns auf. Aber es ist mehr in den Psalmen. Das große Thema der Aufrichtigkeit, der Gerechtigkeit, der Barmherzigkeit und Gnade Gottes, der Liebe zum Gesetz Gottes, des Strafgerichts über die Gottlosen und Sünder, des Reiches Gottes und seiner königlichen Macht, sowie das tiefe Geschichtsbewusstsein, welches durch die Psalmen den kommenden Generationen weitergegeben werden sollte. Wenn ich mich damit begnüge, dass mir Christus, die Schrift Christus zeigt, wie der Autor auf Seite 7 Peter Kehler zitiert, dann entgeht mir der ganze Rest. Darum bin ich gegen eine christozentrische Engführung. Zitat: Christen aus einer täuferischen Perspektive glauben, dass der Regierung in dem Maß gehorcht werden muss, wie es die christliche Nachfolge erlaubt. Der Zweck der Regierung ist es, das Leben zu erhalten und Ordnung in einer säkularen Welt zu schaffen. Gehorsam gegenüber den Gesetzen bedeutet nicht, dass wir dem, was die